Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Hawks und wir wollen heute die Off-Certification machen. Off-Certification erlaubt uns, das Flugzeug noch mehr an den, also überhaupt erstmal in den Grenzbereich zu bringen, aber das werden wir gleich schon erfahren. Also in dieser Mission haben wir es hundertprozentig mit Jagdfliegern zu tun und wir fliegen über dem Karibischen Meer. Das heißt, wir haben noch eine sehr idyllische Aussicht, hoffe ich doch mal. Wenn wir dafür Zeit haben. 6 Jahre später. Ein Schreiben von Artemis Global Security. Und wir haben mittlerweile den 21. Dezember 2020. Also, hier steht es auch. 6 Jahre sind wir schon dabei bei Artemis. Also, arbeiten für Artemis als Söldner sozusagen. Und hier werden wir noch ein bisschen gelobt und leid. Letztendlich sollen wir eben versetzt werden nach Brasilien. Wir sollen für Brasilien arbeiten oder Artemis arbeitet, ist im Auftrag für Brasilien unterwegs. 2020 hat natürlich mit aktuellen Situationen nichts zu tun, vor allem weil das Spiel auch schon ein bisschen älter ist. Und ja, wir werden belohnt mit höheren Vergütungen und Ihre Staffel wird nach Brasilien abgestellt, um die Verteidigung des Kunden zu starten. Der CEO und der Aufsichtsrat haben hohe Ziele gesteckt und wir erwarten, dass sie diesen gerecht werden. Das bedeutet, risikoreicher und aggressiver zu fliegen. Daher erwarten wir von allen Artemis-Piloten, ihren Jet mit oder ohne Flughilfen zu nutzen. Das System ermöglicht es ihnen, das Flugzeug am absoluten Limit zu fliegen. Ein großer Vorteil gegenüber ihren Feinden. Sobald sie den Off-Test bestanden haben, packen sie ihre Sachen für die Reise nach Rio. Man hat es gerade schon in den Videos gesehen, die eingeblendet worden sind. Neues Flugzeug, Tchaikovsky. Aber auch durch die Abschaltung der Flugassistenten, der Flughilfen, also der Off-Modus, können wir auch andere Manöver fliegen. Zum Beispiel wurde das Cobra-Manöver, wie es auch genannt wird, gezeigt. Ich kenne das Cobra-Manöver als Tailslide. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir werden das einfach gleich mal ausprobieren. Hoffe ich, dass es geht. Es geht natürlich nicht mit jedem Flugzeug. So, auf geht's. Und es hängt. Alarm. Los. Ich bin Major Talbot und heute Ihr Fluglehrer. Außerdem sitze ich auch als Passagier hier hinten, also fände ich es besonders schön, wenn wir nicht abstürzen würden. Heute zwingen wir dieses Flugzeug in den Grenzbereich. Artemis Global Security macht Geschäfte damit, Feindarmeen überall und jederzeit besiegen zu können. Deshalb müssen wir besser und härter fliegen als alle anderen Piloten. Diese Aggressivität wird Artemis zum Weltmarktführer in der BMC-Industrie machen. Moderne Kampfflugzeuge besitzen computergestützte Manöversysteme, die einen gefährlichen Kontrollverlust vermeiden sollen. Diese Alpha-Begrenzer halten den Vogel in der Luft, verhindern aber auch radikale Manöver, die einem Piloten im Luftkampf den entscheidenden Vorteil bringen können. Heute deaktivieren wir den Begrenzer, um sie an das Manövrieren ohne Hilfsmittel zu gewöhnen. Ja, dann. Bevor wir den Alpha-Begrenzer ausschalten können, müssen wir zunächst Höhe gewinnen. Ich will ja nicht, dass Sie einen Fehler machen und uns grillen. Ach, Quatsch. Ziehen Sie den Vogel hoch. Wenn wir eine sichere Flughöhe erreicht haben, erkläre ich Ihnen, wie man den Begrenzer ausschaltet. Na dann. Geht's mal hoch. Ja, über 3000 fertig aus. Über die Wolken. Gut, fangen wir an. Zunächst wollen wir uns anschauen, wie man den Alpha-Begrenzer aus- und wieder einschaltet. Während Ihrer Missionen haben Sie dann die Option, das System auszuschalten, wenn Sie die volle Kontrolle brauchen, um es später dann wieder zu aktivieren. Wir nennen das Off-Modus. Klasse, was? Den Begrenzer ausschalten und an die Arbeit. Ja, dann möchte ich mal kurz den Unterschied demonstrieren. Schalten Sie den Begrenzer aus, Grenzer, wir sind bei der Arbeit. Also wenn wir es zum Beispiel einfach so ohne Begrenzer, mit Flughilfen, mit Kurve fliegen, ach, auf die Geschwindigkeit, die geht nicht unter 970, 950, okay, 940, aber es ist alles relativ schnell. Und jetzt wollen wir mal kurz in den Off-Modus wechseln. Ich gehe nochmal in die Cockpit-Ansicht und... Ja, sehr gut.
Das war natürlich das Hack, ne? Aber wenn wir jetzt bremsen und dann... Hochziehen. Voller Schub! Jetzt den Vogel rollen und hochziehen! Kann es auch mal vorkommen, dass wir einen Strömungsabriss erleiden. So. Und dann fallen wir runter. Ist natürlich kritisch. Und da man natürlich fällt und eine gewisse Tiefflucht fliegt und dann den Strömungsabriss erleidet. Guck mal, das ist hart auf. Ja, wir sollen ihn damit ausschalten. Es bleibt der E aus. Wir haben jetzt gelernt, den Begrenzer ein- und auszuschalten. Fliegen wir mal ein Weilchen ohne Hit. Was auch gleich schon auffällt, man sieht nicht, wo man hinfliegt. Man sieht das Flugzeug schön. Filmreif, aber... Okay, bereit für was richtig Gefährliches? Wir werden die Gefahren des Fliegens im Off-Modus erforschen. Sinkt die Geschwindigkeit des Flugzeugs unter einen bestimmten Wert, verliert es den Auftrieb. Was passiert dann? Strömungsabriss. Ihr Vogel reagiert nicht mehr und fällt wie ein Stein. Verstanden? Gut. Dann will ich jetzt, dass Sie langsamer werden bis zum Strömungsabriss. Und dann retten Sie den Vogel, bevor wir aufschlagen. Also, oben am Bildrand ist natürlich immer oben und unten ist unten, aber trotzdem habe ich keine Ahnung, wo ich gerade hinfliege. Kann aber auch nicht Richtung Kamera fliegen, nicht so richtig. Jetzt wollen wir erstmal den Strömungsabriss demonstrieren. Ein Tailslide machen. Das ist hoch genug. Tempo, du musst geht der Himmel aus, Bradshaw, hochziehen! So geht's, Junge. Ach, war kein Problem. Und erstmal wieder auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. Gut, Bradshaw, das Manöver haben Sie geschafft, ohne mich umzubringen. Das klingt doch erstmal gut für mich. Jetzt müssen Sie lernen, andere zu töten, während Sie im Off-Modus fliegen. Vor uns sind einige Drohnen. Ohne Flughilfen angreifen. Diese Drohnen sind stationär, also sollten Sie keine Schwierigkeiten haben. Ja. Und jetzt kommt ein Vorteil des Off-Modus. Das Ziel ist in meinem Visier. Also im Bild ist immer das... ist man immer selbst und das Ziel, und wir können natürlich auch mit Raketen schießen, das ist alles kein Problem, aber man kann auch diese Drohnen... Upsa! Man kann diese Drohnen, man könnte diese Drohnen... So. Na? Ziehen schwierig. Man kann sie auch so abschießen, wenn man Zeit hat. Ist die Frage, ob wir die Zeit haben, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ich glaube, ich gebe mir ein bisschen Mühe. Nicht so viel Mühe. Zwei Drohnen geschafft. Ich gebe gleich viele Punkte. Abschüsse mit Kanone oder mit Raketen, das ist egal. Dann machen wir die Kurzvariante. Denn diese Mission ist wirklich nicht spannend. Wir fliegen hier wirklich nur gegen Drohnen. Hier stationäre Drohnen, die fliegen da einfach so langsam rum, halten noch nichts aus. Noch eine eingetötet. Wehren sich nicht. Langweilig. Sieht gut aus, Grandshaw. Weiter so. 3 von 5. Uah. Eine Drohne noch, erledigen Sie sie. Sind bald zu tief, damit er wieder meckern. Die machen das Classic Ranger, weiter so. Komm. Noch ein Treffer, oh. Das können Sie ziemlich gut. Ja, hoch. Nun starten wir ein paar Kampfdrohnen oder U-Camps. Keine Sorge, sie sind nicht scharf und werden uns nicht beschießen. Sie sind aber extrem manövrierfähig. 236 Raketen sehe ich gerade haben hier. Das wird schon irgendwie laufen. Drehen sich jetzt. Versuchen sich mal hinter mich zu setzen. Also hier auf dieser Höhe muss man sich keine Gedanken machen zum Strömungsabriss. Strömungsabriss. Und manchmal ist man dann etwas lenkunfähig. Was vielleicht nicht so gewollt ist, nicht so praktisch ist.
in jeder Situation. Guter Treffer, Abschuss. So. Nächster Missionspunkt. Mal sehen, wie sie sich halten, wenn die Drohne zurückschießt. War klar. Diese nächsten Drohnen sind mit Übungsraketen bewaffnet und sie können gut zielen. Sie müssen den Raketen im Off-Modus ausweichen und gleichzeitig die Drohnen angreifen. Bereit? Da kommen sie. Und jetzt, ehrlich gesagt, Raketen ausweichen im Off-Modus ist ein Kinderspiel. Oh, das Ziel ist nicht weit abzuschießen, nicht andersherum. Auch keinen Schaden erlitten, interessanterweise. Ob das am Modus liegt, habe ich jetzt irgendwie. Also schnell. Achten Sie auf die Geschwindigkeit, sind Sie zu langsam, reißt der Luftstrom ab. Gute Schuss, Splitter. Noch eine Drohne erledigt, sehr gut. Strömungsabriss. Ein Bandit weniger, um den wir uns kümmern müssen. Und Feierabend. Das war's dann auch schon. Von dieser Mission. Die ging ja recht fix. Gab's noch nicht viel zu erzählen. Zum Flugzeug kann ich auch wenig sagen. Das ist, glaube ich, so eine Variante. Sieht aus wie so eine. Ne, sieht eigentlich nicht aus wie eine F-14. F-15 könnte es, glaube ich, sein. Hat halt diese Zusatzflügel vorne. Ist dadurch extrem manövrierfähig. Und instabil. Deshalb auch der Strömungsabriss, der so schnell kommt. Mission erfolgreich. Ja, haben wir das geschafft. Und können uns jetzt mit dem Off-Modus in die nächste Schlacht schmeißen. Ich habe auch schon eine leichte Vermutung, was uns da erwartet als nächstes. Weg mit dem Video. Wir wollen keine Videos sehen. 400 Punkte für die Mission plus 155 für die Abschüsse. Nächste Mission freigeschaltet, Gleisheimer, ja genau. Und die SU-27, wie auch schon in der Einleitung zu sehen, Sikorsky 27 ist jetzt auch in unserem Repertoire an Maschinen. Ich finde es ja interessant, normalerweise müsste man einen extra Kurs, nein, kein Kurs, das reicht nicht, eine Umschulung auf jedes Flugzeug durchführen als Pilot. Dass man normalerweise immer nur eine Handvoll Maschinen fliegt und wir werden hier so umfangreich ausgestattet. Im Prinzip kriegen wir jede Mission, nach jeder Mission mindestens ein Flugzeug dazu. Gut, wenn man auch 6 Jahre Zeit dazwischen hat, ist noch alles kein Problem. Glasshammer ist die nächste Mission. Die führt, wie man sieht, nach Rio de Janeiro in Brasilien, hier auf dem Zuckerhut vorbei. Und die schauen wir uns dann in der nächsten Mission an. Ich freue mich schon. Bis dann.